Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. In dem heutigen Video möchte ich euch einmal die wichtigsten Addons in WoW Classic vorstellen. Ich habe mit dem Video mit Absicht ein bisschen gewartet, weil ich mir erstmal genau anschauen wollte, welche Addons sich auch wirklich bewähren und im Spiel dann auch wirklich sinnvoll sind. Das heißt, das Ziel von dem heutigen Video ist einfach, dass ihr wirklich eine komplette Übersicht habt, welche Addons ihr auf jeden Fall haben müsst in WoW Classic, finde ich, die einfach eine richtig, richtig gute Steigerung von eurem Spielerlebnis darstellen. Und welche Addons einfach nur nice to have sind. So, darum geht es im heutigen Video. Am Anfang sei gesagt, dass ich alle meine Addons über die Twitch-App installiere. Das heißt, es ist eine App, die ihr euch runterladen könnt. Dann klickt ihr auf Mods und dann auf World of Warcraft. Dazu gibt es auch einen Link in der Videobeschreibung. Einfach mal draufklicken, installieren und dann mit eurem Twitch-Account einloggen. Dann hier auf Mods klicken, auf World of Warcraft. Und dann seht ihr hier schon quasi meine Addons. Und hier seht ihr wirklich alle Addons, die ich momentan installiert habe. Wie gesagt, momentan sind die alle aktuell. Wenn es eins nicht aktuell wäre, könnte ich hier einfach auf Aktualisieren klicken und dann wird quasi alles automatisch geupdatet. Wenn ihr dann quasi hier aber drin seid, dann wird dieser Bereich noch leer sein, weil ihr eben noch keine Addons drauf habt. Dann müsst ihr hier auf Mehr Addons holen klicken und dann könnt ihr quasi hier entweder die angesagten euch auch runterladen. Da sind ja auch einige dabei, die ich euch empfohlen habe. Beziehungsweise, nee, ist gerade keins dabei. Aber in dem Fall dann einfach hier auf alle Anzeigen klicken und dann könnt ihr quasi hier auch runterscrollen und dann auch hier euch die ganzen Addons holen, die ich euch gerade vorgeschlagen habe. Wenn ihr die nicht findet, einfach hier in der Suchleiste nochmal eingeben. Also das ist quasi die ganze Geschichte über die Twitch-App. Würde ich euch wirklich empfehlen, macht die Geschichte ein bisschen einfacher. Ich weiß, viele Oldschool-Leute und so weiter machen es immer manuell noch über den Addon-Ordner im WoW. Habe ich auch jahrelang so gemacht, aber ich muss wirklich sagen, es war eine sehr, sehr gute Entscheidung, auf diese App hier zu wechseln. Wenn ihr die Addons lieber manuell installieren möchtet, auch gar kein Problem. Alle der vorgestellten Addons in dem Video sind auch in der Videobeschreibung unten nochmal verlinkt. Wir fangen heute mit dem wichtigsten Addon an und hangeln uns quasi immer weiter runter bis zum unwichtigsten Addon am Ende. Wir werden heute uns insgesamt 22 Addons anschauen. Davon sind 6, wo ich finde, die man auf jeden Fall haben sollte. 3, die nur im Raid bzw. im PvE relevant sind. 2, die man vor allem während der Levelphase braucht. Und dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, glaube ich ungefähr, die nice to have sind, aber die ihr nicht unbedingt benötigt. So, wir fangen direkt an mit dem meiner Meinung nach wichtigsten Addon in WoW Classic, und zwar Classic Aura Durations. Ich greife einfach mal einen Gegner an und wir sehen genau, wie lang unsere Fähigkeiten auf dem Gegner dauern. Jetzt mache ich zum Beispiel hier Solar Plexus und ich sehe genau, okay, im Player Frame und auch hier unter dem Target, quasi wie lange meine Fähigkeit auf dem Gegner noch wirkt. Und die ist auch sehr, sehr genau, die Anzeige, funktioniert perfekt und für alle PvP-Spieler, aber auch im PvE gegen Mobs und so weiter, meiner Meinung nach das absolut wichtigste Addon in WoW Classic, orientiert sich an dem Style, den man später in Burning Crusade entwickelt hat. Also in Burning Crusade wäre das quasi so von Haus aus schon im Spiel drin. Und das ist immer so eines der Dinge gewesen, die ich in WoW Classic vermisst habe. Von daher ein sehr, sehr wichtiges Addon. Damit dieses Addon allerdings so gut funktioniert, und hier kommen wir auch schon zum zweitwichtigsten Addon in WoW Classic, brauchen wir Omni-CC. Ja, über Omni-CC können wir quasi, ihr seht, jetzt habe ich hier Sprinten verwendet, uns anzeigen lassen, wie lange unsere Cooldowns noch andauern, bis wir die Fähigkeiten quasi wieder verwenden können. Jetzt können natürlich einige von euch argumentieren, na gut, man kann doch aber im Interface einfach unter Auktionsleisten hier die Zahlen für Abklingzeiten anzeigen lassen. Ja, kann man. Dann bräuchte man quasi Omni-CC eigentlich nicht. Ihr seht, wenn ich das hier anmache, wird es mir doppelt angezeigt. Problem ist einfach nur, damit Classic Aura Durations, also das erste Addon, funktioniert, braucht ihr Omni-CC. Um diese Zahlen, die hier quasi im Charakter-Frame vom Gegner und auch unter dem Target erscheinen, damit die erscheinen, die Zahlen, braucht ihr Omni-CC. Und deswegen ist es quasi das zweitwichtigste Addon für mich, damit Classic Aura Durations halt eben funktioniert. Ja, kommen wir an der Stelle direkt zum drittwichtigsten Addon in WoW Classic. Ich greife den Gnom hier nochmal an, renne einfach mal weg und mal schauen, was er jetzt machen wird. Oh, er castet einen Feuerball auf uns. Und diese Anzeige hätten wir nicht, wenn wir das Addon Classic Castbars nicht hätten. Ein absolut mega wichtiges Addon für alle PvP-Spieler, aber auch im PvE. Wie gesagt, wenn man am Farmen ist, wenn man weiß, okay, wann der gegnerische Mob quasi einen Zauber castet, ist einfach mega wichtig, damit wir ihn quasi auch mit Fähigkeiten wie Tritt zum Beispiel unterbrechen können. Deswegen für mich das drittwichtigste Addon in WoW Classic. So, jetzt greife ich mal den nächsten Mob hier an und ihr könnt schon sehen, uns wird quasi hier die Lebensanzeige vom Gegner angezeigt. Das haben wir normalerweise in WoW Classic so nicht drin. Damit das funktioniert, braucht ihr das meiner Meinung nach
viertwichtigste Addon in WoW Classic, nämlich Real Mob Health. Dadurch wird euch quasi die AP-Anzahl vom Gegner angezeigt. Das wird quasi immer in dem Moment berechnet, wo ihr den Gegner angreift. Ich glaube, dann werden irgendwie Mittelwerte berechnet oder keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man sich an den Zahlen relativ gut orientieren. Die sind nicht immer ganz genau, weil die halt einfach immer auch spontan berechnet werden. Allerdings ist es einfach viel, viel angenehmer, wenn man eine ungefähre Angabe hat, wie viel HP der Gegner noch hat. So, dann gehen wir mal hier oben hin und klicken auf diesen kleinen grünen Blitz hier. Und dann kommen wir zu dem Leatrix Plus Addon. Das ist meiner Meinung nach am fünftwichtigsten Addon in WoW Classic. Hier können wir sehr viele verschiedene Quality of Life Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel können wir vom Chat hier links diese nervigen Buttons wegnehmen und dadurch den Chat links näher an den Bildschirm ranschieben, was einfach ja ein bisschen Bildschirmfläche spart. Das könnt ihr nicht sehen, weil der Chat quasi gerade hinter meiner Webcam ist, aber probiert es einfach selber mal aus. Wie gesagt, hier kann man sehr viele Dinge einstellen. Zum Beispiel kann man hier die Greifen wegmachen, links und rechts. Das ist auch eine Geschichte, die sehr viele Leute machen, weil dann hat man immer noch ein bisschen mehr Platz hier, dann sieht man einfach mehr vom Spiel. Finde ich auch eine nette Geschichte. Dann kann man hier das Tooltip verschieben. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier über einem Gegner bin mit der Maus, dann wird mir mein Tooltip hier oben angezeigt. Ihr habt es hier gerade gesehen und nicht hier unten in der Ecke. Das finde ich auch sehr angenehm. Dann kann man quasi hier dieses Elite-Symbol, da werde ich auch mal wieder gefragt, wie ich das Elite-Symbol hier anzeigen lassen kann. Das läuft auch über dieses Addon, kann man hier einstellen. Dann kann man hier, das sind jetzt sehr wichtige Dinge, zum Beispiel Faster Auto-Loot. Wenn ihr eine Kreatur lootet, dann wird die schneller von euch gelootet. Mega wichtig, also hätte ich das früher schon mal gehabt, hätte mir in der Levelphase einiges an Zeit eingespart. Dadurch lootet ihr quasi einfach Sachen vom Gegner schneller. Max Camera Zoom, ihr könnt weiter rauszoomen. Also dieses Addon hat wirklich sehr, sehr viele wichtige Dinge und auch sehr, sehr wichtig für PvP-Spieler, dass man ein automatisches Upmounten hat, sobald man eine Fähigkeit anwendet. Also ich reite hier einfach mal gerade rum und drücke jetzt meine Fähigkeit Verstohlenheit und ich mounte ab und gehe direkt verstohlen. Also im PvP ein absolutes Must-Have, dieses Addon. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Es gibt noch einige andere Dinge, die ihr einstellen könnt. Und für mich das fünftwichtigste Addon in WoW Classic. Ja, und wo wir gerade von PvP-Spielern sprechen, angenommen ihr seht, oh Mensch, da verfolgt mich gerade jemand mit seinem Epic Mount, da möchte ich doch gerne mal meine Karotte anlegen, ja, und anstatt jetzt hier quasi hier irgendwie im Inventar zu suchen, könnt ihr einfach hier über das sechstwichtigste Addon, das Trinket Menu, könnt ihr hier eure Karotte auswählen und mit einem Linksklick quasi hier in dieses Fach reinschieben, ein mega wichtiges Addon, was ihr auch quasi hier frei verschieben könnt. Wenn ich jetzt hier quasi auf dieses kleine Schloss hier klicke, dann kann ich es verschieben, auch in der Größe verändern. Und einfach ein mega wichtiges Addon, gerade für PvP-Spieler, weil einfach in der WoW Classic im PvP sehr viel über Trinkets läuft. Ihr werdet sehen, gerade wenn ihr später Ingenieurskunst habt, da werden sehr, sehr viele Trinkets kommen und dann habt ihr keinen Bock, immer jedes Mal im Inventar zu gucken, oh, welches Trinket möchte ich jetzt verwenden? Oh ja, das, dann mache ich mal hier den Charakterbildschirm auf und dann ziehe ich das hier rein. Nein, ne, ihr könnt alles quasi hier rüber regeln. Ein sehr, sehr wichtiges Addon. Ja Leute, das waren schon mal die sechs wichtigsten Addons in WoW Classic, die meiner Meinung nach wirklich jeder braucht. Die sind einfach für jeden relevant. Und jetzt kommen wir zu den drei Addons, die vor allem für die PvE-Spieler interessant sind. Ja, und das siebtwichtigste Addon in WoW Classic, beziehungsweise das erste Addon für die PvE-Spieler, nennt sich Deadly Boss Mods. Einfach mal reinschauen, Leute. Ihr seht hier schon, hier werden die verschiedenen Waves angezeigt. Ich will gar nicht so im Detail darauf eingehen. Im Grunde genommen lädt das Addon automatisch verschiedene Module, sobald ihr quasi den jeweiligen Wave betretet. Und da werden verschiedene Timer angezeigt, Anzeigen, ob ihr zu nah an irgendwelchen anderen Spielern seid und so weiter und so fort. Also sehr, sehr wichtige Elemente werden einfach bei diesem Addon für euch angezeigt. Und für PvE-Spieler auf jeden Fall ein sehr wichtiges Addon. Das achtwichtigste Addon in WoW Classic ist Big Wigs, ähnlich wie Deadly Boss Mods. Es ist ebenfalls ein Addon, was euch einfach im PvE sehr viele Sachen erleichtert. Ihr seht hier, werden verschiedene Sachen angezeigt, verschiedene Timer, Abklingzeiten und so weiter, wann die Bosse verschiedene Sachen machen. Hier Pull irgendwie und so weiter und so fort. Also man kann da sehr viele Sachen auch mitmachen. Einfach mal beide Addons installieren, ein bisschen mit beschäftigen und in vielen größeren PvE sind diese beiden Addons auf jeden Fall auch Pflicht. Ja Leute, und das neuntwichtigste Addon in WoW Classic, wie gesagt, wenn wir diese Rangfolge hier auch weiter fortführen wollen, nennt sich Details Damage Meter. Ihr seht hier schon, hier links wird quasi das Damage Meter angezeigt. Ich bin leider nur an dritter Stelle, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ich glaube Oni. Und wie gesagt, das ist einfach ein
Ja, auch sehr nützlich ist Addon im PvE. Dann könnt ihr genau sehen, okay, wie viel Schaden machen meine verschiedenen Angriffe eigentlich. Es wird genau aufgelistet, was hier wie viel Schaden macht. Das kann man sich auch nochmal im Detail genau anschauen. Und genau, jetzt habe ich hier irgendwas Komisches aufgerufen. So, und hier rechts sehen wir quasi Tiny Threat. Das ist quasi ein Threat-Meter, also ein Aggro-Meter. Das heißt, wenn wir jetzt bei einem Boss wären gerade, dann wird mir hier auch in den gleichen Balken angezeigt, wie viel Aggro ich gerade am Boss habe, wie viel Aggro der Tank hat und ob die Gefahr besteht, dass ich vielleicht Aggro pullen könnte und damit eventuell den Raid viben könnte. Also das ist quasi hier mit integriert und ihr könnt euch auch ein anderes Aggro-Meter holen, aber so könnt ihr quasi auch beides in einem Addon miteinander kombinieren. Auch ein sehr schönes Addon im PvE. Tja, und bevor man anfangen kann zu raiden, muss man natürlich erstmal den Char auf Level 60 hochleveln. Wenn ihr gerade noch am Leveln seid, euch in der Levelphase befindet, dann gibt es auch zwei Addons, die ich sehr, sehr wichtig finde. Und zwar, wir fangen an mit Questy, dem meiner Meinung nach zehntwichtigsten Addon in WoW Classic, beziehungsweise die Relevanz von Questy steigt natürlich auch, wenn ihr euch noch in der Levelphase befindet. Questy ist im Grunde genommen ein Addon, was euch ja, quasi auf der Map anzeigt, ob irgendeine Quest vorhanden ist, die ihr noch machen könnt und auch vor allem noch wichtiger, wo ihr für bestimmte Quests auch hingehen müsst. Natürlich bin ich jetzt auf Level 60 hier schon angekommen, habe auch hier in der Sengenden Schlucht nicht mehr so viel, was ich erledigen kann. Aber hier zum Beispiel unten könnte ich noch eine Quest annehmen von Vaylan. Und wenn wir vielleicht in ein anderes Gebiet gehen, zum Beispiel hier in die westlichen Pestländer, dann seht ihr, oh, zum Beispiel hier ist ein Fragezeichen. Hier muss ich anscheinend irgendwie noch hingehen und irgendwas abgeben. Und hier oben befindet sich auch noch ein Questobjekt. Wenn ihr Questy quasi nicht installiert habt, dann wird euch auf der Map gar nichts angezeigt. Und das macht die ganze Geschichte doch schon einiges schwieriger und auch ja, zieht sich länger hin. Ich weiß auch, bei Questy besteht so ein bisschen die Debatte, ob man das jetzt irgendwie verwenden sollte oder nicht, weil es die Classic-Erfahrung natürlich verändert, wenn euch die Sachen auf der Map angezeigt werden. Von daher macht euch ja einfach Gedanken, ob ihr es machen wollt oder nicht. Ich persönlich kann nur einfach sagen, dadurch, dass ich jetzt so viele Jahre auf WoW Classic-Servern gespielt habe und sowieso alles auswendig kenne, ich habe mir das einfach installiert, weil ich gedacht habe, hey, keine Ahnung, dann muss ich nicht irgendwie noch rumeiern und weiß nicht genau, wo es irgendwie ist und werd nicht noch irgendwie verwirrt durch meine Erinnerungen und so weiter. Von daher, ich finde das Addon nicht weiter schlimm, finde es einfach eine nette Hilfe beim Hochleveln. Tja, und wenn wir gerade schon beim Hochleveln sind, dann auch noch Nos 11, wichtigste Addon meiner Meinung nach für WoW Classic und zwar White Questlog. Ihr seht hier schon, das werde ich auch immer wieder gefragt. Ich habe hier ein sehr angenehmes Questfenster, wo mir alles angezeigt wird und nicht in so einem kleinen Fenster hier nur, was nur bis hier oben, also ungefähr dann hier abgeschnitten wird, sondern ich kann mir wirklich alle Quests hier in Ruhe anschauen, die ich noch offen habe. Und auch hier auf der rechten Seite wird mir dann direkt immer der jeweilige Questtext auch angezeigt. Also ein sehr, sehr entspanntes Addon und würde ich euch auch gerade für die Levelphase, aber auch später ans Herz legen, weil es einfach unglaublich übersichtlicher ist als das normale Addon und ja. White Questlog aus 11, wichtigste Addon in WoW Classic, meiner Meinung nach. Ja, und jetzt sind wir hier gerade in der Sengenden Schlucht, haben ein paar Viecher gekillt, ja, für dieses Video hier. Und jetzt würde ich gerne wissen, ey, dieser Gürtel, den ich hier gelootet habe, wie viel ist der eigentlich beim Händler wert? Würde ich normalerweise nicht herausbekommen, aber dadurch, dass ich das Addon Vendor Price installiert habe, wird mir hier direkt angezeigt, Verkaufspreis 51 Silber. Okay, das heißt, beim Händler würde ich 51 Silber dafür bekommen. Meiner Meinung nach das 12 wichtigste Addon an der Stelle, denn es ist auch gerade während der Levelphase sehr wichtig, da man oft verschiedene Questbelohnungen bekommt. Und angenommen, ihr braucht beide nicht oder alle nicht, dann könnt ihr immer nach dem Verkaufspreis gehen. Und dann habe ich immer das genommen, was mir quasi am meisten Gold oder Silber gebracht hat. Und da habe ich unglaublich viel mehr ja, verdient während der Levelphase letztendlich, habe dadurch mehr Gold gehabt als Spieler, die das nicht hatten, das Addon. Von daher ist es schon sehr wichtig. Es nimmt natürlich an Relevanz auch ein wenig ab, wenn ihr dann Level 60 erreicht habt, aber ich finde es trotzdem immer noch ein sehr, sehr wichtiges Addon. So, und das nächste Addon, was auch sehr wichtig ist, das 13. wichtigste Addon in WoW Classic, meiner Meinung nach Leatrix Maps. Ich weiß gar nicht, ob man das hier auch, doch, das können wir auch aufrufen. Ihr seht, hier können wir einige Veränderungen an der Karte, also an der Map von WoW Classic machen. Beispiel kann man hier unentdeckte Gebiete anzeigen lassen, man kann den Kartenrand entfernen lassen und noch einige andere Dinge. Schaut euch das einfach mal in Ruhe an. Aber wenn wir hier mal die Map aufmachen, wie gesagt, hier wurden schon einige Sachen durch das Addon verändert. Ihr seht zum Beispiel hier unten links das Addon, zeigt man diesen Bereich hier so ein bisschen bläulich an. Das sagt mir einfach quasi, in dem Bereich war ich noch nicht. Das ist aber auch nicht verdeckt. Ich weiß also, was da wäre, wenn ich hingehen würde. Zum Beispiel genau hier. Ich war auch hier oben in dem Bereich noch nicht. Und anstatt dass die Stelle komplett verdeckt ist noch, sehe ich, okay, hier ist Sul Masha und kann quasi dadurch das besser so
ja, in meinen Gameplay quasi mit einbauen, da ich damit rechnen kann, okay, hier sind diese Gebiete, obwohl ich da noch nicht war. Also das ist auch ein sehr gutes Addon, finde ich, und ist an 13. Stelle für mich. Und das 14. Addon, was wir uns heute anschauen, nennt sich Chat Link Icons. Werde ich auch immer wieder gefragt, wie das Addon heißt. Und genau, ihr seht hier schon im G-Chat, habe ich gerade mal eine Frage gestellt. Was geht ab, Leute? Einfach nur, damit die Leute was schreiben. Und ihr seht schon, vor den Namen werden hier immer die Rasse und die Klasse angezeigt. Und finde ich mega geil. Dadurch kann man immer direkt einschätzen, okay, wer ist es eigentlich? Könnte ich mit dem in eine Gruppe gehen? Würde das Sinn machen und so weiter? Und nicht nur, es funktioniert nicht nur im G-Chat, sondern auch im World-Chat und so weiter. Man hat direkt immer quasi vor Augen, okay, ich schreibe hier gerade mit einem Gnomenmagier oder einem Zwergenhunter oder wie auch immer. Mega nützliches Addon, finde ich. Und für mich an 14. Stelle. So, Leute, wir kommen zum 15. Addon, was ich euch heute vorstellen möchte. Und ich überlege gerade, hier unten ist ja der Blackrock. Vielleicht könnte man ja mal in die obere Blackrock-Spitze reingehen. Was droppt da eigentlich? Gehen wir doch mal auf Atlas Loot, das Addon, was ich auch sehr wichtig finde. Gehen dann hier auf Instanzen und Raids und auf obere Blackrock-Spitze. Und dann kann ich hier genau schauen, okay, was droppt eigentlich in der Innie? Ich denke, werden auch die meisten von euch haben. Wie gesagt, möchte ich auf jeden Fall aber natürlich auch hier erwähnen. Finde ich ein sehr wichtiges Addon. Auch zum Beispiel nächste Woche kommt Diamaul, da wollen sich vielleicht auch einige schon informieren. Was droppt da eigentlich? Kann man natürlich auch hier auf Düsterbruch klicken und dann auch schon schauen, was hier quasi in den jeweiligen Inis droppt. Ja, ein sehr wichtiges Addon, funktioniert auch für Raids und sollte man auf jeden Fall haben, ist für mich an 15. Stelle. So, und an 16. Stelle ist für mich Auctioneer. Das gute alte Auctioneer. Ich weiß, es gibt glaube ich auch einige andere Auktionshaus-Addons, aber ich verwende momentan Auctioneer. Auch ein mega cooles Addon, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eingebe, keine Ahnung, überragender Heiltrank, suche ich einfach mal, dann wird mir quasi das hier einfach übersichtlicher dargestellt. Ich sehe ja auch direkt, okay, die sind so ein bisschen über dem normalen Marktwert, wird quasi immer wieder gescannt und dadurch quasi die Mittelwerte berechnet und so weiter und so fort, wird mir hier angezeigt, okay, das ist anscheinend relativ günstig gerade mit 51% von dem normalen üblichen Marktwert. Das heißt, wenn ich jetzt quasi mir so einen Heiltrank kaufen wollen würde, würde ich vielleicht eher den nehmen. Wir haben ja noch andere Geschichten, zum Beispiel, wenn ich jetzt selber so einen Heiltrank hier reinstelle, verkaufen möchte, dann muss ich hier hingehen, Moment, so, dann wird mir hier zum Beispiel die Option angezeigt, Undercut Competitors, das dann quasi undercuttet er direkt die anderen vom Preis, also wird direkt günstiger eingestellt als alle anderen, wenn man einfach nur die Sachen verkaufen möchte, auf jeden Fall der günstigste sein möchte. Hier hat man wie gesagt noch andere Möglichkeiten. Schaut euch das Addon einfach mal an. Für jeden, der aber so ein bisschen ja, seriöser im Auktionshaus Geld machen möchte, würde ich auf jeden Fall Auctioneer empfehlen und er ist für mich an 16. Stelle. Während wir uns hier auf dem Greifen zurück in die Längende Schlucht befinden, machen wir mal weiter mit dem 17. Addon, was ich auch sehr wichtig finde. Wir machen hier mal die Map auf und gehen einfach mal auf Elwood, wo ich momentan sehr viel Kräuter sammle. Und ihr könnt schon sehen, die Map sieht ein wenig anders aus, denn uns werden quasi alle Kräuter, die ich je gelootet habe, auf der Map angezeigt. Und das ist einfach ja, eine sehr coole Geschichte. Da ich jetzt, wenn ich quasi meine Kräuterroute in Fellwood abfarme, immer ungefähr weiß, okay, wo droppt das Traumblatt, wo droppt die Pestblüte und so weiter, dann kann ich quasi dann einfach immer danach meine Herb- oder Kräuterroute quasi immer auswählen. Das ist quasi ein Addon, was nicht direkt für WoW Classic geschrieben wurde, glaube ich, aber es funktioniert auf jeden Fall auch in WoW Classic. Von daher, da müsstet ihr quasi, wenn ihr es über die Twitch-App installiert, das normale World of Warcraft auswählen und dann dort eben Gethermate suchen. Auch ein sehr wichtiges Addon, vor allem für die, die eben Kräuterkunde oder Mining haben und für mich an 17. Stelle. So, an 18. Stelle befindet sich das Addon Item Rack, auch ein sehr nützliches Addon. Angenommen, ich hätte jetzt hier gerade ein bisschen PvP gemacht, habe hier mein PvP-Gear an und jetzt will ich quasi mit dem Mount ein bisschen rumreiten, dann kann ich einfach hier quasi auf Item Rack draufklicken, habe mir hier schon so ein paar Sets angelegt und klicke einfach mal auf Mount. So, tada, und es wird direkt hier die Karotte angelegt für 3% mehr Reittiertempo, meine Schuhe mit den Mithril-Sporen und die schwache Reittiertempo-Steigerung auf den Handschuhen. Das heißt, man kann sich hier quasi in dem Addon einfach so verschiedene Sets quasi, wenn ich hier Rechtsklick drauf mache, quasi anordnen, einfach immer hier die Sachen auswählen und dann quasi auf Speichern drücken. Quasi hier noch den Namen vorher und ein Symbol noch eingeben. Und dann könnt ihr euch ja quasi die verschiedenen Sets immer mit basteln. Also gerade auch, wenn ihr später PvE, PvE und so weiter macht, immer verschiedene Sets auch habt. Ein sehr, sehr wichtiges Addon und für mich an 18. Stelle.
So, an 19. Stelle befindet sich Nug Running. Ich greife hier mal den Gegner an und ihr seht hier unten schon diese beiden Balken, die jetzt quasi hier sind. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel Gouch mache, wird hier unten auch nochmal ein Balken angezeigt. Das ist quasi nicht Classic Aura Durations, das erste Addon, was ich euch vorgestellt habe, sondern das ist quasi Nug Running. Oder auch wenn ich jetzt zum Beispiel Sprinten anmache, wird mir hier ein Balken angezeigt, der quasi die verbleibende Zeit von Sprinten mir anzeigt. Auch Slice and Dice und so weiter, also zerhäckseln wird mir hier alles angezeigt. Ja, für PvE-Spieler von euch, die vielleicht nicht immer so gerne hier oben hingucken, wie lange eure Fähigkeiten noch dauern, sondern hier unten quasi solche Timer, solche Balken haben wollen. Auch ein nettes Addon. Ich finde, es ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Ehrlich gesagt, ich gucke hier unten nicht so oft hin. Ich gucke meistens immer hier oben hin. Aber wenn ihr Bock habt auf diese quasi Timer, diese Bars da unten zu haben, dann ist Nug Running auf jeden Fall ein schönes Addon für euch und für mich an 19. Stelle. So, an 20. Stelle haben wir das Addon TomTom. Und ist, glaube ich, auch ein Retail-Addon, funktioniert aber auch in Classic wunderbar. Dafür gehen wir hier nochmal auf Fellwood. Und wer es vielleicht weiß für euch, in Fellwood gibt es einige Pflanzen, die man quasi säubern kann und die dann auch coole Effekte haben, wenn man sie gelootet hat. Nämlich hier unten diese Peitscher-Wurzelknollen, die euch um 700 bis 900 Schaden heilen, wenn ihr die verwendet. Und vor allem, die haben keinen gleichen Cooldown mit euren Heiltränken. Das heißt, ihr könnt quasi die Heiltränke nehmen und diese Pflanzen. Und die kann man eben in Fellwood super farmen. Also auch an die Leute, die Bock drauf haben, die zu farmen. Einfach mal die grünen Punkte hier quasi bei euch einspeichern, wenn ihr TomTom installiert habt. Wie gesagt, TomTom, ein Addon, womit ihr Wegpunkte auf der Map platzieren könnt. Ich habe mir hier quasi überall, wo diese Pflanzen quasi vorkommen können, einen Wegpunkt gemacht. Und ich gebe alle meine Geheimnisse preis. Morgen werden 100.000 Leute in Fellwood rumeiern. Nein, aber wie gesagt, gönnt euch gerne. Ist ein cooles Addon TomTom, um diese Wegpunkte eben zu platzieren. Ich habe es noch nicht ganz rausgefunden, wie man das macht, dass die dauerhaft da bleiben. Also die in Fellwood bleiben glücklicherweise dauerhaft da, die Wegpunkte. In manchen anderen Gebieten, wenn ich mir da Wegpunkte erstelle, dann verschwinden die wieder. Da müsst ihr euch mal ein bisschen reinfuchsen. Wie gesagt, nettes Addon für Wegpunkte. Und genau, für mich an 20. Stelle. Und dann kommen wir zum 21. Addon. Danach kommt nur noch ein einziges, dann sind wir auch durch mit der Liste, und zwar Nug Energy. Ist allerdings nur für Schurken relevant, werde ich auch oft gefragt, was ist eigentlich dieser komische gelbe Balken, der hier so runtertickt. Das ist tatsächlich auch ein Addon, nennt sich Nug Energy. Wie gesagt, ist für viele nicht relevant, aber für Schurken halt eben, ich gehe mal hier in Verschwohlenheit. Ein Schurke bekommt, ich glaube es sind alle 2 Sekunden, immer 20 Energie. Wenn ich zum Beispiel hier mit Sheepshot öffne, ihr seht, er tickt hoch und bam, wieder 80 Energie, er tickt hoch und wieder volle Energie. Das ist einfach vor allem im PvP relevant, wenn ich jetzt einen Gegner angreifen würde. Ich vanish hier gerade nochmal, habe jetzt beispielsweise, Moment, volle Energie, ja. Und wenn ich jetzt quasi maximale Effektivität haben will bei diesem PvP-Kampf, dann würde ich den Gegner hier angreifen, kurz bevor der Balken quasi wieder durchtickt, damit ich direkt wieder neue Energie habe, wenn ich den Gegner angegriffen habe. Das heißt, ich würde quasi warten. So, und ja, jetzt habe ich schon zu lange gewartet. Jetzt, kurz bevor er durchgetickt ist, habe ich quasi angegriffen, habe dann direkt den nächsten Tick bekommen. Und dafür ist dieses Addon sehr nützlich. Wie gesagt, nur für Schurken relevant und deswegen auch für mich hier an 21. Stelle. So, Leute, und jetzt kommen wir zum 22. und letzten Addon, das ich euch hier heute vorstellen möchte. Und zwar habe ich gerade erfahren, meine Gruppe hat mich sitzen gelassen, Leute. Wir wollten eigentlich in den Blackrock gehen, vielleicht ein paar Indies machen. Dann muss ich eine Viertelstunde auf die warten. Und eine Ironforge habe ich irgendwie auch keinen Bock. Also wie gesagt, die machen halt auch noch was anderes, sind gleich ready. Klicke ich vielleicht mal auf Peggle, ja, dem letzten Addon, was ich euch heute vorstellen möchte. Wirklich ein sehr lustiges Addon, um einfach so Wartezeiten zwischendurch zu vertreiben. Wenn ihr auf dem Greifen seid, wie auch immer, könnt ihr hier verschiedene Level auswählen. Wir nehmen hier einfach mal Ironforge, klicken mal auf Play, können hier noch auswählen, welchen Charakter wir verwenden möchten. Ich nehme mal das Einhorn hier an der Stelle. Und es ist quasi einfach ein kleines Minigame. Kennt ihr vielleicht früher noch so aus dem Badeland oder so, da standen solche Automaten immer rum, wo man mit so Kugeln dann rumgeschossen hat. Und so eine Art Addon ist es quasi. Wir haben hier dann so Bälle, die wir hier reinfeuern können. Und das Ziel vom Spiel ist, dass wir quasi alle orangenen Peggle, also so nennt man diese Teile hier quasi, quasi, dass die alle von der Kugel getroffen werden. Und ist ein chilliges Addon, kannte ich so vorher auch noch nicht. Sorgt bei mir im Livestream auf Twitch immer mal wieder für Erheiterung, für zwischendurch. Echt ein chilliges Addon und schaut es euch am besten einfach mal selber an. Ja, Freunde der Nacht, damit sind wir dann auch fertig mit meinen Top 22 Addons in
WoW Classic. Ich hoffe, euch hat diese Liste geholfen. Wie gesagt, das sind wirklich alle Add-ons, die ich in WoW Classic verwende. Also es gibt quasi keins mehr, was ich irgendwie jetzt nicht erwähnt hätte. Und ja, installiert euch die Add-ons gerne. Oder wie gesagt, wie ich es machen würde, geht in die Twitch-App, ladet euch die runter, geht dann in den WoW-Mod und installiert sie euch darüber, denn da könnt ihr sie immer sehr, sehr easy einfach aktualisieren. Genau, so, ich hoffe, euch hat diese Einteilung auch geholfen, quasi, was wir wirklich mit dem Wichtigsten angefangen haben und mit dem Unwichtigsten aufgehört haben. Ich denke, wie gesagt, mir war einfach wichtig, dass ich noch ein bisschen gewartet habe mit dem Addon-Video, einfach um wirklich erstmal zu schauen, okay, welche Addons bewähren sich, welche finde ich persönlich sehr wichtig und deswegen kann ich auch da wirklich hinter dem Video heute stehen, dass ich euch damit auch wirklich gute Ratschläge gegeben habe. Ja, sagt mir gerne mal in den Kommentaren unten, welche Addons ich vielleicht noch vergessen habe, die ihr noch mega wichtig findet oder einfach welche Addons ihr noch verwendet, die ihr einfach ja, lustig oder interessant findet. Vielleicht kann man sich ja auch noch ein bisschen austauschen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder oder auf Twitch, wenn ihr mir auch bei meinem Livestream zuschaut. Ist auch unten verlinkt. Ja, ich würde mich über einen Kommentar von euch freuen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.